Ich rippe jetzt das ganz neue Set. Digimon ist das, was fetzt. Hallo, Saiyajin-Freunde und meine Digi-Ritter. Yes, es ist wieder Freitag, das heißt, es ist ein neuer Release am Start, nämlich von Digimon EX4 Alternative Being. Ich bin wirklich richtig hyped, denn ihr müsst euch hier schon mal angucken, Leute. Mein Herz ging wirklich auf, als ich das gesehen habe. Omnimon und Omnimon hier auch nochmal. Was ist das für ein geiles Bild? Also, wir warten gar nicht so lange. Wir machen das Ganze jetzt auf. Ich habe dieses wundervolle Display bei Kofuku ergattert. Ein richtig geiler Store aus Hamburg. Schaut auf jeden Fall mal vorbei oder natürlich beim Online-Shop. Da gibt es auch ganz viel anderen Stuff. Pokémon, One Piece und noch vieles, vieles mehr. Also guckt da gerne vorbei. EX4. Es ist ein Zwischenset, das erkennt man an der Nummer, denn sonst sind wir bei BT12. Wir haben 74 Karten, deswegen auch etwas weniger, zwei Secret Rares. Und natürlich, wie das Bild schon verrät, ist es gar nicht so alternativ, denn wir haben wieder einen neuen Omnimon. Omnimon Alter B. Eine richtig, richtig geile Karte. Außerdem natürlich auch einige andere geile Alternative Artworks. Darauf hoffen wir heute. Also richtig, richtig geile Karten auf jeden Fall am Start. Und wir haben hier schon auch nochmal einen Boxtopper und hier unten der Klassiker mit Tai und Matt. Natürlich Omnimon das erste Mal aufgetaucht. Oh, einfach das Geilste. Wir gucken jetzt, was wir aus dem Boxtopper hier ziehen. Und es ist eine Option-Karte auf jeden Fall. Und wir haben den Digital Translator. Also, nicht ganz meine erhoffte Karte von diesen Promos. Aber hey, wir nehmen sie natürlich mit und hoffen jetzt auf richtig viel Glück von den Boostern. Ich bin der König aller Digimon! 24 Booster, also let's go. Wir sind heiß auf die Secret Rares und gucken, was wir hier alles rausziehen. Wir haben hier in den Zwischensets einigen Support für natürlich auch schon starke Decks, die es schon gibt oder auch noch nicht ganz so starke. Aber wie wir sehen, ach, wir haben schon wieder einfach geile Karten dabei. Yokomon sehen wir hier auch immer. Cherubimon hier in seiner netten Form. Und Blitzgreymon! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Wir haben hier direkt eine Altart. Bam! Direkt schon mal eine Altart im ersten Pack. Was soll jetzt noch kommen? Was soll ich sagen? Die erste Altart. Krass. Krass. Oh mein Gott. Was für ein Set. Und vor allem Blitzgreymon, also Greymon generell, ne, die ganze Evo-Line, ist ja einfach ein sehr, sehr beliebtes Digimon. Das bekannteste. Wir sehen hier Melbertramon, wer es kennt. Blue Flare. Kriegt ihr auch noch mal ordentlich Support, hier auch mit Greymon. Dann haben wir Black Rapidmon, Pinamon. Kenan haben wir hier am Start. Der Tamer, der da neu dazugestoßen ist zu Markus und so weiter. Und Gaiomon, ein neuer Gaiomon. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was habt ihr gerade für ein Deck? Was wollt ihr da ein bisschen supporten? Also ich finde es ganz geil. Von der neuen Meta kriegen wir da ja ein bisschen Wind hier rein. Heaven's Judgment kann man auch echt sehr, sehr gut bei Gelb spielen. Eine starke Karte. Chromon, auch hier ne, die Entwicklung von Kenans Digimon. Oh, und die Thema hier wieder quasi das Bild, die auch als Promo da hätte drin sein können. Also Matt und Time mit Omnimon. Es gibt natürlich auch ein paar ganz neue Decks, die entstehen, die man sich hier auch aus den Karten rausbauen kann. Ansonsten hier gibt es auch ein Deck mit Gabumon und Agumon, die sich gegenseitig quasi dann hochdigitieren. Ja, wer kennt es aus dem Game, müsst ihr nochmal Bescheid sagen. Geogreymon, es wird ein richtig krasses Deck. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr mit Shinegreymon und Ricegreymon ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und Terriamon Assistant und die süßen Karten dürfen natürlich nicht fehlen. Einige Zeit seit dem letzten Set. Deswegen hier haben wir nämlich das Gegenstück Agumon. Wir hatten hier vorhin, ne, wo ist er? Hier das Gegenstück, was wir gerade hatten. Gabumon, Agumon, ihr seht schon, die sehen quasi gleich aus, ne? Also, sie digitieren sich gegenseitig hoch, supporten sich hier. Das ist schon mal richtig nice. Black Agumon, ich will kämpfen. Und dann haben wir noch Agumon und Falcomon, da ist Kenans Digimon und Black Mega Gargomon. Also hier nochmal die dunkle Version, auch sehr interessant auf jeden Fall. Eine
Ehrkarte. Also mein Wunsch, was ich jetzt bauen werde, ist auf jeden Fall auch hier das Shine Greymon Deck. Auch so ein bisschen Support gibt es hier für Yellow Karten, beziehungsweise Yellow Hybrid, Yellow, ja, was ein bisschen auch Richtung Second gehen kann. Also da kann man auf jeden Fall was bauen. Hier haben wir nochmal Cherubimon und Omnimon. Alter, es richtig sweet. Also das, was hier quasi auch das ganze ja, Display und das Set ziert. Es gibt also ein komplettes quasi Omni-Deck, was man hier bauen kann mit verschiedenen Supportern. Und es gibt das natürlich auch noch von den großen Heiligen Krieger-Digimon. Also das ist auf jeden Fall auch ein richtig, richtig interessantes Deck. Shadow Seraphimon, richtig, richtig cool. Also hier ein großer Hit nochmal für ein quasi auch gelbes Deck. Und Machgaugamon. Eigentlich ein ganz cooles Digimon. Ne? Der Puncher, der Boxer, der sich hier durchschlägt. Wir gucken mal. Fake Agumon-Experte. Auch immer richtig, richtig sweet. Und ihr seht schon natürlich, wir haben 74 Karten. Gaumon. Deswegen wiederholt sich hier was. Chaos Galatmon, der Dark Knight, ja. Und nochmal die Doppeltamer. Also das ist auch ein großes Thema. Kiriha und Nene Amano. Man muss sagen, bei den Zwischensets finde ich eigentlich schon, ist für jeden was dabei. Man kann sein bestehendes Deck meistens gut boosten. Also es gibt für viele Sets Support, was man auf jeden Fall einbauen kann. Und nur manche Sets nicht. Oh, Gold Vidramon und sweet. Das hat hier echt so ein bisschen anderes Foiling, was mir mal so auffällt. Und Sidgarurumon, also die nächste SR-Karte. Ich bin ja ein großer, großer Garurumon-Fan. Aber auch das wurde ja leider gebannt sozusagen. Der wäre Garurumon, wurde gehittet. Man darf nur noch einspielen. Deswegen, ja, ist das leider kaum mehr spielbar. Geogreymon, das hat mich echt schon ein bisschen sad gemacht, ne? Aber was soll man machen? Hier nochmal, mach Gaugamon. Und oh, oh mein Gott! Oh mein Gott. Ja. Krass. Omnimon Alter S. Geil. In der Altart-Version. Heftig. Guckt euch das an. Hier schön digital auf der Karte. Omnimon Alter S. Quasi eine Stufe unter dem ganz neuen Omnimon Alter B. Aber guckt euch das an. Wie heftig ist das? Richtig heftig. Dieses Display hat hier auf jeden Fall schon mal gegönnt. Oh mein Gott. Geil. Deswegen liebe ich Digimon. Guckt euch diese Karten an. Krass. Also wirklich, ich fühle es einfach total. Es ist so geil. Cherubimon hier, die Dark-Version, ja. Und eine Option-Karte hatten wir auch lange nicht. Omnimon ist einfach das Digimon dieses Sets. Und wie gesagt, Alternative Being finde ich auch wieder interessant gewählt. Aber ui, hier sehen wir es auch wieder. Also Leute, ich bin echt schon jetzt ein bisschen durch. Dark Knight Mon und nächster Double Tamer Henry und Chu Wong, ja, der sich sehr gut mit quasi an Schülermon verstanden hat, ne? Und das mal direkt gezähmt hat und auf ihr reiten konnte. Naja, auf jeden Fall hat Antilamon sie getragen und wurde ihr Digimon-Partner. Also richtig sweet. So, wir gucken. Wir haben nochmal Shadow Seraphimon und Mach Gaugamon ist nochmal am Start. Aber wenn man natürlich Decks spielen will, ist das in dem Fall sogar gar nicht so schlecht. Dann hat man hier quasi aus einem Set direkt alles vorbei. Dann hat man direkt aus einem Set dabei. Muss nicht viel nachkaufen. Geogreymon, Crowmon, Doomon. Dann haben wir nochmal Dark Knightmon und Blitzgreymon. Die normale Version. Da machen wir doch hier direkt den Vergleich. Hier die Altart-Version. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Also dann mal los. Ich kann es gar nicht erwarten. Wer jetzt nicht im Fieber ist, weiß ich auch nicht. Also ich bin fix und fertig. Die Hitze tut ihren Rest. Und es ist aber auch gar nicht mehr so lange hin, nur noch 4 Wochen. Dann kommt halt auch schon BT13. Dann wird die Meta auf jeden Fall... Oh, Metal Greymon hatten wir auch noch nicht. Und nochmal Kena. Die Meta natürlich nochmal ein bisschen gemixt. Mit einem neuen Hauptset ist das natürlich immer der Fall. Gerade sind einfach Belzemon und Maschinendramon und Hunters ganz, ganz oben mit dabei.
Mit BT13 tut sich dann natürlich noch mal ein bisschen mehr. Und wir gucken auf Gaiomon und Hakuman Expert. So, wir schauen, was aus den letzten Boostern noch mal gehittet wird. Aber es ist so krass. Schreibt in die Kommentare, Leute, feiert es. Bitte fühlt es mit mir. Und, oh, Katsuhamon hatten wir auch noch nicht. Wenn nicht jetzt was, dann steigt mit ein. Es macht so Bock. Und wie ihr seht, auch guckt mal nach. Es ist alles eigentlich erschwinglich. Fangt mal an zu spielen. Ich bin absolut dafür, dass die Digimon-Community noch wächst. Wir gucken Rice Greymon und nochmal den Terriamon Assistant. Traut euch, legt los, spielt und guckt euch, wie gesagt, auch nochmal diese Karten an. Da schlägt auch das Sammlerherz höher. Also richtig, richtig sweet. Ich bin begeistert von diesem Set, von diesem Display. Das hat man ja auch nicht alle Tage, dass man hier die wundervollen Hits natürlich dann auch schön im Video nochmal festhalten kann. So macht das Ganze Spaß. Wir kommen langsam zu den letzten Boostern. Also das Display hat auf jeden Fall gegönnt. Richtig, richtig stark. Was ich noch gerne ziehen würde oder auch brauche, ist ein Shine Greymon Ruin Mode. Das wäre noch... Oh mein Gott! Leute, heftig. Okay, okay, meine Wünsche werden heute wahr. Guckt euch das an. Ich drehe durch. Da ist er. Die Secret Rare Shine Greymon Rune Mode. Wir haben hier echt nochmal eine weitere Parallel Art, also ein weiteres Altart. Drei Stück. Drei in diesem Set. Crazy. Es ist einfach nur crazy. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben jetzt drei Altarts. Es ist unfassbar. Wir haben die letzten vier Booster. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll. Aber unsere Altarts haben wir jetzt, glaube ich, aufgebraucht. Und sonst raste ich und flippe ich hier wirklich nochmal komplett aus. Also, wir haben nochmal Henry und Chaos Gallantmon. Ich kann es echt nicht glauben. Ey, ich fasse es nicht. Es ist so heftig. Echt Legende. Legende Opening. Wirklich. Kirira und Nene und nochmal Goldwidramon. Guckt euch diese drei Beauties an. I'm so happy. Ich hab's noch gesagt, Leute. Jetzt ein Rune Mode. Und dann kommt der Vogel auch noch, ne? Ich bin fix und fertig. Es ist richtig, richtig geil. Cherubimon. Und nochmal die Option-Karte. Wir haben unser letztes Booster. Wir gucken jetzt auch natürlich nochmal rein. Die Secret Rare hier auch nochmal abgeräumt in der Altart. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich, schreibt in die Kommentare, was hittet ihr also diese Displays gönnen. Mit nochmal Victory, Greymon, Victory auf jeden Fall, meine Freunde. Das war ein ganzer Erfolg. Dies wird unsere finale Digitation. Dieses Set bringt einige Überraschungen. Habt ihr schon eure neuen Lieblinge gefangen? Also ein krasses Opening. Es war wirklich richtig, richtig heftig. Frisch zum Release. Lasst mal ein Abo da, Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So geile Openings, wo man einfach richtig mitfiebert. Lasst ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns, Digi-Ritter. Eure Saiyajin.